Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Ich hasse diesen Sticker. Und das Einzige, was ich wahrscheinlich noch mehr hasse als diesen Sticker, ist so ein Aufdruck, ein Päckchen von mir, geöffnet wegen Zoll. Aber das Einzige, was mich hier zumindest ansatzweise positiv stimmt, ist, es ist ein grünes Band und ging eben durch die Zollstelle von FedEx, die in dem Fall tatsächlich auch Kontakt mit mir aufgenommen hat, wegen eben der Beschau von dem Paket, weil offensichtlich die Unterlagen, die von Vinegar Syndrome übrigens in dem Fall mitgeliefert wurden, nicht eindeutig und nicht ausreichend waren und ich sollte irgendwelche Belege bringen. Das heißt, in dem Fall weiß ich, gibt sicherlich keine unangenehme Überraschung, weil da ist die Zollangelegenheit auch offen und mit mir geklärt gewesen. Wobei das Klären von solchen Zollangelegenheiten dann doch etwas komplizierter ist, als ich mir das am Anfang vorgestellt habe. Ich habe keine Ahnung, wie das bei einigen anderen von euch ist, weil man ja bei Vinegar Syndrome zusätzlich dazu, dass man natürlich im Webshop einzelne Titel kaufen kann, dass die ganzen dann beim Black Friday oder Halfway to Black Friday Sale angenehm billig sind, gibt es ja auch die Möglichkeit, dort ein Abo abzuschließen. Und ich habe das jetzt das allererste Mal gemacht, mit eben einem Halbjahresabo einmal für das Jahr 2022, den Rest halt bis zum Black Friday Sale im November und dachte mir, das wird sicher leiwand, dann kommt jetzt einmal das erste Paket im Juli und ich dachte mir, okay, wenn dann wirklich die E-Mail kommt mit, wir brauchen bitte einen Rechnungs- und Zahlungsbeleg für dieses Backel, so gibt's nicht. Hab ich nicht. Was macht man da? Und dann kann das Ganze natürlich diskussionstechnisch relativ wild sein, zu erklären eben, dass es sich da um ein Abo handelt, das über 6 Monate geht. Hier ist der Zahlungsbeleg für das gesamte Abo und das würde ich in dem Fall, also logischerweise würde ich so machen, einfach durchdividieren durch die Anzahl der Monate und passt. Aber ich hoffe, dass es in Zukunft dann wirklich immer so einfach läuft, weil in dem Fall hatte ich jemanden an der Strippe bei FedEx und an der Stelle, da muss ich auch auf jeden Fall Danke sagen an die Dame, mit der ich da per Telefon und per E-Mail kommuniziert habe, weil sich die ganz offensichtlich wirklich auch für die Geschichte interessiert hat, sich das Ganze angehört hat und auch eben entsprechend weitergeleitet hat. Das ist alles andere als selbstverständlich und das weiß ich natürlich zu schätzen. Aber ich würde jetzt einfach einmal sagen, ich schaue hinein, was eben in diesem Paket drinnen ist, weil es ja natürlich für mich tatsächlich, wie ich eben diese Mail bekommen habe mit ich muss klarstellen und offenlegen, was in dem Paket drinnen ist, gar nicht mal so leicht war, das herauszufinden, weil eben mit den Sachen, also den Bestellungen, die noch offen sind, nämlich eben einerseits der Thriller A Cruel Picture, der in meinem Halfway to Black Friday Sale offensichtlich, keine Ahnung, vergessen wurde oder halt gerade nicht auf Lager war, den sie mir dann quasi nachgeschickt haben, beziehungsweise eben der neuen Blu-ray von Video Violence, die ich bekommen soll, weil ich mir diesen Partner-Release unbedingt holen musste, weil ich weiß zwar, dass Video Violence ein ziemlich, wie sagt man so schön, grauberter Shot-on-Shitio-Film ist, aber dass ich den einfach wegen dem alten Cinema Snob Review kenne und einfach einmal selber sehen und in der Sammlung haben wollte. Aber was ich noch nicht weiß, ist, ob jetzt quasi mein Juli-Paket auch tatsächlich hier mit drinnen ist oder ob es tatsächlich nur die beiden Nachlieferungen sind. Und nein, es sind tatsächlich nur die beiden Nachlieferungen. Das heißt, ich kann jetzt endlich einmal hier eine Thriller A Cruel Picture Box für Robert anbieten. In dem Fall kann ich sagen, dass alle Ecken spitz und gerade sind. In dem Fall wundert mich ehrlich gesagt, dass die Box nicht original eingeschweißt ist. Die einzelnen Titel sind's aber definitiv. Also die kann ich jetzt entsprechend weiterleiten und dann habe ich eben hier meine Video Violence. Was mich an der Stelle nämlich wirklich überrascht hat bei diesem Paket war, und dass ich bei der Bestellung von Video Violence, das Teil sieht übrigens absolut fantastisch aus, sogar angegeben habe, verschickt das bitte mit meinem nächsten Monatspaket. Und ich glaube, die ganzen Monatspakete für den Juli sind schon verschickt worden von Vinegar Syndrome. Und ich habe auch schon sehr viele Fotos gesehen von Leuten, die es bekommen haben. Ich
Nicht offensichtlich. Also scheinbar wollten sie das Ganze extra verschicken. Ich nehme an, dass ihnen dann irgendwann einmal aufgefallen ist, dass sie bei mir eine Thrillerbox vergessen haben und haben sich gedacht, na wurscht, wenn wir die Lieferung eh schon rausschicken müssen, dann schicken wir das gleich mit. Ich weiß es nicht, ich werde ihnen auf jeden Fall irgendwann einmal schreiben, sollte ich nicht in Bälde irgendwann einmal eine Versandbenachrichtigung für mein Abo bekommen, aber im Fall ist es mir wurscht und sie sollen mir einfach zwei Monatspakete in einem schicken. Das ist egal. Vinegar Syndrome ist auf jeden Fall ein großartiges Label und ein großartiger, eigentlich fast Film-Charity, wo ich mich wirklich wahnsinnig freue, die jetzt mit einem Abo zu unterstützen. Man muss auch sagen, dass Vinegar Syndrome auch bei dem Paket übrigens wieder mal sehr, sehr cool und coolant ist, weil die Vinegar-Syndrom-Pakete tatsächlich bis jetzt bei mir alle als sogenannten DDP-Pakete kommen, also Delivery Duties Paid, was in dem Fall bedeutet, dass die Zollgebühren, die anfallen bei der Einfuhr von Vinegar Syndrome bezahlt werden und man selber als Besteller beim Empfang des Pakets nichts mehr zahlen muss. Das ist eigentlich relativ selten und alles andere als selbstverständlich, weswegen ich mich da riesig drüber freue. Danke auf jeden Fall für die Nach- bzw. Neulieferung an Vinegar Syndrome. Das wird auf jeden Fall auch wieder ein Film, auf den ich mich sehr freue.